Ahoi zum zweiten Teil unserer Spoiler-Alarm-Reihe Rivals of Ixalan. Mein Name ist Christopher Boss, bei mir sitzt Patrick Bodele und wir plaudern heute über die... Du bist nicht der Weihnachtsmann, Alter. Du bist der Weihnachtsmann. Wir plaudern heute über die blauen Karten von Rivals of Ixalan. So, los geht's. Aber man macht Ho-Ho-Ho. Ho-Ho-Ho in a bottle full rum. Nicht? Nein. Nicht. So, ist in Ordnung. Befehl der Admiralin. Ein Spontanzauber. Ja? Hatten wir einen Spontanzauber in Weiß? Nein. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Das ist unser erster Spontanzauber. Baba. Doppelblau, ein farbloses. Cancel. Ja, genau. So ist es. Neutralisiere einen Zauberspruch deiner Wahl. Aber? Aber Überfall. Das heißt, wenn du mit einer oder mehreren Kreatur angegriffen hast. Achso, so dann sieht man es auch. Falls du in diesem Zug mit mindestens einer Kreatur angegriffen hast, kannst du ein blaues Mana bezahlen, anstatt die Mana-Kosten für diesen Zauberspruch zu bezahlen. Denn es ist ein Mana-Counter-Spell. Ein Mana-Counter-Spell. Ich finde das ein super spannendes Design eigentlich. Ich finde die Karte an sich... Ich sagte jetzt drei Dinge, wo es gut ist. Vielleicht fällt mir dritte noch ein, wir fangen gerne zwei an, aber ist wurscht. Ursprünglich wollte ich drei sagen. du kannst angreifen und dann deine Karte spielen, so wie man es recht macht, und den Counter vom Gegner countern. Du kannst angreifen, wenn der Gegner möchte spielen, ich weiß nicht, wie das jetzt heißt, das 4 Mana Exile alle Kreaturen. Ja, Settle the Wreckage. Settle the Wreckage, und du spielst das und er ist instant verstorben, wenn das resolved. Ja, ja, sicherlich. Ja. Und der dritte ist mir entfallen, aber das finde ich schon zwei gute Gründe, warum wir das gegen Control-Decks im Sideboard spielen möchte. Ja, na, sicherlich, aber es ist halt genau in einem Deck spielbar, in zwei. Es ist im Mehrfolg-Deck spielbar und es ist im Piraten-Deck spielbar. Ich finde, es ist im Energy-Deck spielbar. Die Frage ist halt, im Energy-Deck ist es halt, es battelt sich halt mit dem Negate-Slot, ja, und das Positive, dieser Mana-Vorteil, dass du alles countern kannst, ist, glaube ich, nicht groß genug. Das ist ein bisschen das Problem. Ja, ja. Ansonsten ist halt, und dass du halt nicht im Gegner schon zucountern kannst, was halt schon, also kannst du schon, aber ja, halt ja, aber dann kommt halt, ist halt der Cancel. Genau, dann ist halt der Cancel, da ist das geht darum besser. Ich finde das Design trotzdem cool. Du brauchst halt in ein Tempo-Deck. Ja, das ja, stimmt. Und geil. Energy ist halt kein Tempo-Deck. Du musst halt angreifen, also es ist halt, wenn ich nur meinen Angriff ansage und dagegen spiele, was, dann habe ich halt ein Pech, dann muss ich halt 3 Mana zahlen. Ja. Aber du musst halt schon angegriffen haben. Na, du musst den Attacker deklärt haben. Sag ich ja. Ja. Sag ich ja. Ja. Du kannst es schon in deinem Tech-Step casten. Ja, ja, ja. Aber ich muss angreifen. Ja, du musst. Weil die Kreatur muss angegriffen haben. Ja, aber das heißt, die muss den Attacker deklärt haben. Ja, genau. Ja, ja. Das muss nicht. Greifen sie an. Die Combat-Step muss nicht vorbei sein. Nein, nein, das nicht. Nein, nein. Ja, aber für Settle the Wreckage musst du auch angegriffen haben. Ja, also das könntest du perfekt countern zum Beispiel. Blip. Nix Karte. Geschickte Taschendiebin für ein blaues 3-Farblose, ein Mensch-Pirat, hat Flash, ist 2-2, ist okay von den Stats her, sagen wir mal, wenn die, naja, mit Flash ist schon okay. Mit Flash ist okay, ja. Wenn die geschickte Taschendiebin ins Spiel kommt, wird jeder Spielstein, der in diesem Zug unter der Kontrolle eines Gegners erzeugt würde, stattdessen unter deiner Kontrolle erzeugt. Ja. Ja, das ist eine spannende Sideboard-Karte gegen Token-Decks, wenn man sich multiple Token machen kann. Genau, du kannst multiple Token fladern, du kannst multiple Treasures fladern. Das heißt, wenn die zum Beispiel die Treasure Map flippt und er will 3 Treasures kriegen, auf einmal kriegst du 3 Treasures. Die Sache ist die, dass... Wie ist denn das? Schlecht. Mit der Treasure Map. Die flippt, die 3 Treasures kriege ich ins Spiel. Ja, aber nein, kriege ich. Na, dann spielst du den, weil in diesem Sekunde den Konto erzeugt würde. Ja, genau. Also, das musst du im Response machen. Genau. Okay. Also, wenn das flippt und sagt, haha. Ja, dann sagst du, nein, passiert, nein. Sagt, tut mir leid. Kennt mir. Alles meine. Deshalb Taschendieben. Ja, ja. Flader, flader. Ballt da aus ohne Ende. Ja, finde ich interessant. Finde ich eine also, im Main Deck würde ich die nicht spielen. Im Sideboard kann man sich die als One-Off überlegen, wenn es wirklich solche Decks gibt. Die multiple Token oder Treasures, das sind ja auch Tokens. Ja, ja, also eben multiple Tokens herstellen, und wenn ich dagegen was will und die nehmen überhand, dann spiele ich das. Ansonsten wahrscheinlich nicht. Ja. Herbeigeführte Amnesie
für ein blaues, zwei farblos eine Verzauberung. Mhm. Wenn die herbeigeführte Amnesie ins Spiel kommt, schicke dein Spieler deiner Wahl alle Karten auf seiner Hand verdeckt ins Exil und zieht dann entsprechend viele Karten. Wenn die herbeigeführte Amnesie aus dem Spiel auf einen Friedhof gelegt wird, bringe die ins Exil geschickte Karten auf die Hand ihres Besitzers zurück. Mhm. Würde ich immer nur auf mich selber spielen. Natürlich. Würde ich nur auf mich selber spielen. Da steht drauf, draw x Cards, x ist gleich Hand Size. Genau. Das ist doch nicht fein. Ja. Die Sache ist halt die, es... Das Gute ist, du musst da nicht mal deine Hand abwerfen, wenn das weggeht. Sondern ich lege vier Karten auf die Seite. Genau, ziehst vier neue. Vier Karten. Im besten Fall kann ich das selber irgendwie opfern und nehme noch vier Karten dazu. Weil ich muss ja meine Hand nicht discarden dann. Genau. Genau, ja. Also es hat früher diesen einen Spell gegeben, wo du ein Permanent opfern kannst, um zwei Karten zu ziehen. Mhm. In Cold Snap oder so war der. Der wäre mit dem zum Beispiel ganz sweet. Voll. Ziehst auf einmal X-Karten, ziehst nochmal X-Karten und. Was gibt es derzeit mit Opfern? Ja. Was gibt es, muss irgendwas Orges geben? Ja, es gibt das, wo du Permanent opfern kannst, um dann eben diese Tokens End of Turn zu kriegen. Mhm. Das ist das Token-Deck. Und sonst. Irgendwas, wo du, also wirklich, Kreaturen kannst du immer für irgendwas opfern, glaube ich, aber wirklich, also Verzauberungen würde mir jetzt nicht spontan einfallen. Wirklich. Mir auch nicht, leider. Ja, aber wenn ich das in meinem Deck dreimal spiele oder so, dann spiele ich halt ein, zwei von diesen Enchantment Removal, die man halt auch cyclen kann. Ach so, ja. Wenn ich es nicht habe, cycle ich es halt weg. Worldly, genau, zum Beispiel sowas, dass ich es halt cyclen kann. Mhm. Oder ich finde vielleicht eher ein Target im Gegner auch, also ja, das ist jetzt nicht, würde mich jetzt nicht aufhalten. Und wenn du das halt Turn 4 spielst zum Beispiel, wirst du halt wahrscheinlich schon drei Karten jedes Mal ziehen. Mhm. Ja, drei Karten für drei Mana. Drei Karten ist okay. Ja. Ich meine, du hast Divination auch gespielt. Divination haben wir auch gespielt. Drei Karten für zwei Karten für drei Mana. Ja. Auch spannendes Design eigentlich. Ja. Dann gibt es Kumenas Erwachen. Mhm. Für Doppelblau, zwei Farblos, eine Verzauberung. Zu Beginn deines Versorgungssegments zieht jeder Spieler eine Karte. Falls du den Segen der Stadt hast, ziehst stattdessen nur du eine Karte. Das heißt, das ist eine Holding Mine. Das ist eine Holding Mine, die zur Phyrexian Arena ohne Damage wird. Genau. Ja. Ist cool. Mag ich. Ich mag solche Karten. Ja, also fürs Holding Mine Deck ist es eigentlich schlecht, weil du willst ja immer, dass der Gegner auch zieht. Ja, ja. Aber für dich kann sie ganz nett sein. Das Problem ist halt vier Mana. Weißt du, wo die so gut ist? Wo? In Highland. Ja. Der Matthias würde wieder sagen, sie ist zu teuer, ja. Aber zum Beispiel im Artefakt-Deck, du bringst so viele Signets und kleine Artefakte aufs Board. Dass du schnell die 10 Permanents hast. Dass du halt schnell die Permanents hast. Ja, ich weiß, der tappt immer sein scheiß Land für 10 oder mehr. Und wenn es das dann spielt, ist halt noch eine zusätzliche immer. Ja. Also. Na gut, das ist kein Artefakt. Das ist ja, weiß ich schon, aber. Ja. Du weißt, was ich meine. Oder auch bei den ganzen Commander-Partien eskaliert dieser Aufstieg, eskaliert ja bei Commander im Unendlichen. Ja, also ich habe mir gedacht, dass das Aufstieg in einigen, also für Control-Decks glaube ich ist es richtig gut, für Decks, die in die Breite gehen wollen, ist es richtig gut. Die Problematik ist halt, dass ich in den Control-Decks eigentlich nur Länder habe. Genau. Aber bis ich bei 10 Ländern bin, das dauert halt schon sehr lange, also weil nur, ich auch gar keine. Nur Länder ist. Weil ich halt auch keine Signets oder sowas habe. Ja, also nur Länder ist vielleicht jetzt ein bisschen. Mit nur Länder wird es schwierig, sage ich ganz eine. Du hast kaum Mannsteine, aber du hast Spells, wenn du es darauf anlegst, die halt diese ganzen Treasures machen. Und Treasures sind Permanents. Ja, ja, weiß ich schon. Und das heißt, du kannst theoretisch Turn 5, 6 schon 10 Permanents haben. Mhm. Und das ist okay. Jetzt kommt. Einer meiner neuen besten Freunde. Echt, was bist du ein Finde ich super, Freund find ich super. Nezahal, die Urflut. So ein schieres so Wurm-Dino-Dings. Ja, das ist ein Dinosaurier. Was bist du für einer? Unterwasser-Dinosaurier. Für Doppelblau, 5 farblos, auch ein ältester Dinosaurier. 7-7, kann nicht neutralisiert werden. Es gibt keine Obergrenze für die Anzahl an Karten, die du auf der Hand halten darfst. Mhm. Immer wenn ein Gegner einen Nicht-Kreatur-Zauber Spruch wirkt, ziehe eine Karte, wirf drei Karten ab, schicke Nezahal ins Exil, bringe sie zu Beginn des nächsten Endsegments unter der Kontrolle ihres Besitzers getappt ins Spiel zurück. Ist es nicht, dass er Frau ist, wie die Pappenauf heißt? Nein. Das hättest du auch sagen können. Das stimmt. Aber nur, wenn ich mit dir rede, damit du mich verstehst. Du verstehst mich nicht.
Soll ich? Darf ich? Ich möchte nicht über die Karte schimpfen. Wirklich? Magst du es nicht? Ich mag es nicht so, nein. Sag mal, warum? Ich mag, also, ich habe mir gedacht, hey, cool, das ist der Finish für Control, weil im Control mir halt super, das kann nicht neutralisiert werden, du hast keine Handsizes, du kannst unendlich viele Karten sehen, alles Schmack auf Hatz. Das Problem ist, es hat keine Evasion, das heißt, es ist nur gegen Kreaturen gut, die halt, also gegen Decks, die kaum Blocker haben. Das hätte Island Walk haben sollen. Ja, oder? Island Walk wäre, also, das wäre richtig fein. es hat keine Evasion, das heißt, es wird von jedem Rand gejumpblockt. Und drei Karten abwerfen, um es zu beschützen, ist viel. Ich meine, er spielt das Removal, dann triggert das, dass du eine Karte ziehst, dann musst du zwei zusätzlich abwerfen. Also du ziehst praktisch gegen jedes Removal, musst du zwei Handkarten abwerfen. Zwei Handkarten kannst du einmal leisten, kannst du vielleicht zweimal leisten, aber dann ist es entweder unbezahlbar oder ist die Karte nicht wert. Und darum habe ich ein Problem mit dir. So, ja. Also ich meine, es ist jetzt eine abgeschwächte Form von dem, was wir gehabt haben. Aber wir hatten ja schon... den Leviathan, oder was? Den Leviathan, ja, den hatten wir. Und wir hatten in Khans of... War das Khans of Darkir? Dieses Teil, dass du selber bouncen kannst. Und Etherling, also solche... Also ich meine, Etherling ist das keine, ja. Aber es sind einfach solche Sachen, die halt verschwinden können, die wiederkommen können. Ja. Und das kann man schon als Finisher verwenden. Also ich finde das als Finisher gut, gerade im Control Mirrodin, wo so wenig Spot-Removal drin ist. Ja, natürlich. Weil wir spielen das Control-Mirror, ja. Wenn ich Second Sun bin, vom Boarden, dann wird er sicher keine Removal für meine Schlange boarden. Ja, dann komme ich auf einmal mit Schlange oder mit Dinosaurier, dann passiert nichts. Aber er muss trotzdem seine Non-Creature-Spell spielen, das heißt, ich ziehe das. Und wenn er das eine All-Around-Removal hat, na gut, dann muss ich halt mal discarden. Und meine Schlange ist weg, aber meine Schlange kommt wieder und dann dappt sie wieder und dann greift meine Schlange wieder an und es ist 7-7. Also von daher finde ich das als Finisher schon eine ganz coole Karte, eine richtig coole Karte eigentlich. Ja. Ich bin ein großer Freund dieser Karte, schaut super aus. Ich finde das Artwork Schlange. Eigentlich ganz cool. Es ist ein Dinosaurier, keine Schlange. Schau, der hat der Kopf, ist da hinten ist fetter Körper, mit Flossen sogar. Island Walk fehlt. Ja, es fehlt... Hexproof, irgendein Hexproof wäre schon absurd gewesen, dann brauche ich die Klausel nicht mehr in Discarden. Richtig. Aber dann ist das Teil ja... Ja, oder zumindest die Frost... Und am besten noch unblockbar, oder? Ja, es fehlt ihm irgendwas. Unblockbar, Patrick. Na, Trample zum Beispiel. Oder von mir ist auch Island Walk. Ist jetzt nicht so broken, aber ist okay. Also, weißt du, wenn... Mendek kann ich das ja nicht spielen, weil er spielt gegen das Token-Deck. Nein, das spiele ich Mendek sowieso nicht. Und der Token-Deck lacht mich aus. Legt dann halt ein 1-1er und... Ja gut, aber das Token-Deck, da muss ich sowieso den Mass Removal verwenden und dann lege ich den Dino halt hinterher und dann schaut das Token-Deck halt wieder mal, weil dem Zeitpunkt, wo ich das lege, das Token-Deck keine Handkarten mehr. Ganz einfach. Und dann gewinne ich halt in 2-3 Turns. Ja, vielleicht. Naja, weißt du, wenn man schon bei dem was wäre, wenn, dann gewinne ich halt in 2-3 Turns aus. Ja. Ich meine, das Gute ist, dass du ihn wegmachen kannst, das Mass Removal spielen kannst und er kommt wieder. Du kannst ihn auch selber beschützen vor deinen eigenen Spells, ja. Das ist schon ganz sweet. Also ich will nicht sagen, dass er unspielbar ist, ja, aber ich glaube, er ist halt... Ich glaube, das ist genau es fehlt ihm mal. Sideboard-Karte einfach. Das board ich gegen gewisse Matchups und die Matchups sind halt Control Mirror. Okay. Das haben wir immer schon gehabt, das hat eine Zeit lang, genauso wie die grünen Kreaturen ihre Hexproof... Ja, Sachen natürlich. Gegen die blauen Decks board ich im Control Mirror das rein. Was uncounterbar ist. Mit meinen Negates und so Stuff, ja. Also ja, natürlich. Also sicher, das uncounterbar ist halt echt gegen das Control Mirror, Sideboard-Karte gegen Flash Control Mirror. Haben sollen. Flash wäre es gewesen. Ja, Flash wäre auch okay. Flash wäre es gewesen, aber dann ist kein Platz mehr auf der Karte um. Stimmt. Flash wäre super gut gewesen. Nächste Karte. Dem Wind überlassen für ein blaues 2. Farblos, ein Spontanzauber. Schicke eine bleibende Karte deiner Wahl, die kein Land ist, ins Exil. Solange jene Karte im Exil ist, kann ihr Besitzer sie wirken, ohne ihre Mana-Kosten zu bezahlen. Mhm. Erklär mir das. Weiß ich nicht, ob ich das gut finden soll oder nicht. Es ist... Nein. Ich weiß es nicht. Ich weiß nämlich auch nicht. Es ist so ein Also wenn ich jetzt als Creature ein Ansammeln ohne Effekt. Ja? Ich nehme eine Kreatur vom Gegner weg und im nächsten Zug kann er sie, oder im selben Zug kann er sie noch casten. Ich muss sie
Das ist eine komische Karte. Ja, eben. Ich habe im Internet gesehen, dass Leute diese Karte wundervoll finden. Ich weiß aber noch nicht, immer nicht, warum. Ich kann meine eigenen Planeswalker damit beschützen. Genau. Das kann ich machen. Ich spiele meinen Planeswalker. Du kannst jedes Permanent beschützen. Du kannst, es ist praktisch auch ein bisschen Flicker. Ja? Es ist ja eigentlich eine Flicker-Karte. Ja? Du kannst auch deine kannst du Play-Trigger nochmal verwenden. Ja, das schon. Das ist alles sehr nett. Also ich glaube, dass du es auf den Gegner eigentlich nicht casten willst. Nein, wenn, dann willst du es auf dich selber casten. Außer du castest halt auf einen Blocker, damit er den Blocker, den er turnet hat, und killst den halt. Dann ja, aber das ist nur ein Turn-Kill. Alles andere ist irrelevant. Und sonst ist es halt nur für deine Karten relevant. Jetzt ist die Frage, ist es als Flicker gut genug? Ich meine, es sind 3-Mana-Flicker, das ist okay. Ja, weiß ich nicht, aber ja. wenn wir schauen, was wir als Flicker gehabt haben, das waren, ich bin jetzt wieder ganz weit hinten, aber es waren Flicker Wisp, Restoration Angel, Eldrazi Displacer und solche Sachen. Ja, aber haben alle mehr, gleich oder mehr Mana kostet. Ja, aber haben halt alle noch, waren halt selber Creatures auch noch. Ja. Und haben halt angreifen können. Mein Ghostway hat den ganzen Board geflickert, aber dafür kannst du es halt auf... Ja, und es gibt... Du kannst, aber wie gesagt, du kannst halt auch einen Planeswalker flickern. Du kannst halt deinen Planeswalker nehmen, 2x Minus machen und jetzt wieder gleich sterben als Flickerchen und dann habe ich ihn halt resettet. Ja. Ist halt auch, es hat schon Upsides. Ja, aber die Frage ist, ob es gut genug ist, dass ich das Main-Deck spielen will. Und in welchen Deck halt, in welche Konstellation. Ich weiß es nicht. Also ich die Problematik ist, ich kann meinen Planeswalker nicht sofort beschützen. Ich spiele meinen Planeswalker, sagen wir Turn 4, 5 ja. On Curve und das wäre dann der Zeitpunkt, wo ich ihn genau für den Zug beschützen möchte. Mhm. Weil dann will ich wieder enttappen, wenn ich das blaue Deck bin. Und dann kann ich ihn sowieso schon beschützen mit einem Counterspell. Da brauche ich ihn nicht unnötig flickern. Weißt ja, aber das ist halt der Vorteil ist halt, du kannst ihn spielen. Kannst zum Beispiel, jetzt ist meine einzige, die mir einfällt, Vraska spielen, Minus machen, eine Kreatur killen, enttappen, einen Pirat machen, nochmal Minus machen und dann dingsen sie wieder auf Status Quo. Weiß ich nicht. Ja, ich meine, weiß auch nicht. Ja. Reißt mich jetzt nicht vom Hocker, muss ich gestehen. Aber vielleicht schätzt es einfach falsch ein. Vielleicht gibt es das Deck und wir sehen es nicht. Ja. Ja, wahrscheinlich. Als nächstes gibt es das Meeresgrund-Orakel für 2 Blaumana, 2 farblose, Meervolk-Zauberer, 2-3. Immer wenn ein Meervolk, das du kontrollierst, einem Spieler Schaden, Kampfschaden zufügt, ziehe eine Karte. Mhm. Also solche Karten haben wir schon oft gesehen. Wenn X Damage macht, dann ziehen Karte. Wir haben es auch noch nie beim Meervolk gesehen. Naja, stell dir vor, der wird 3 Mana und 1-3 sein. Dann würde es ins Modern Meervolk schaffen und wäre da echt sick, weil mit Doppelblau 1-1. Ja, dann wäre Frechheit. Weil es geht ja darum, dass die Meervolk-Decks in Modern und Legacy alle unblockbar sind. Ja, ja. Und im Standard halt noch nicht. Aber mehr Folgen in Standard wird ganz sicher was. Da sind so gute Sachen dabei. Da sind aber echt coole Karten dabei. Also er ist, man muss ihn schon in Betracht ziehen, weil er halt... Ja, mir gefällt es mehr voll der weil er halt gut. Auf alle deine Kreaturen es macht, ja, in Wirklichkeit. Und nicht normal, wenn du eine Kreatur hast, wenn die Kampfschaden, dann ziehst du halt eine Karte. Ja, ist sweet, aber auf alle ist halt... Ja, auf alle ist richtig gut. Ja. Ziehen wir uns einig, brauchen wir nicht drüber reden. Ja. Geheimnisse der goldenen Stadt ja. Für 2 blaue, farbloses Hexerei. Ziehe 2 Karten. Falls du den Segen der Stadt hast, ziehe stattdessen 3 Karten. Genau. Das stelle ich mir vor. Das ist ein guter Draw-Spell. Ja, aber das ist genau dasselbe. Ich weiß. Ist entweder Divination oder halt, wenn du toll bist, ist es besser Divination. Ja, ich verstehe. Die Problematik ist halt immer noch dieser Aufstieg. Der Aufstieg ist schwer. Ja, aber dann hast du den Segen der Stadt. Ja, wenn es auf Leiband mit der Stadt bist, dann ist fein. Ja. Aber das ist immer so. Ja, wenn du viel Länder hast, weißt du, bist der große Landlord. Das ist so wie in Wien. Wenn du beim richtigen Parteibuch unterschrieben hast, hast du den Segen der Stadt. Meister der Silberkiemen. Reprint, gute Karte. Ja, eine. Nur deswegen. Eine der besten Mehrvölker, die es gibt. Meister der Silberkiemen. 1 blaues, 1 farbloses. Mehrvolk-Zauberer, 2-1. Zeige als zusätzliche Kosten, um den Meister der Silberkiemen zu wirken, eine Mehrvollkarte aus deiner Hand offen vor. Entschuldigung, oder bezahle 3 farblose Mana. Mhm. Wenn der Meister der Silberkiemen ins Spiel kommt, ziehe eine Karte. Was glaubst du, was ich auf der Hand habe, wenn ich ihn spiele? Einen Mehrvolk. Richtig erkannt. Na, ich bin so ein Antizipant. Die Karte ist in Modern, Legacy, ja. Alles. Vintage-Mehrvolk spielt die Karte. Ja, natürlich. Vintage-Mehrvolk. Weil 2 Mana, 2-1 ziehen eine Karte einfach gut ist. Ja. Die Karte ist gut. Die wird auch in Standard gut sein. Ja. Mehrvolk wird in Standard gut sein. Fertig.
you heard it here first. Wenn du dich bis jetzt nicht informiert hast, dann hast du es hier als erstes gehört, ja. Jetzt kommt eine ganz coole Karte. Also das ist so ein schönes Artwork. Ich liebe dieses Artwork. Artwork ist wunderschön. In Fall muss das ultra geil ausschauen. Ich liebe das Artwork. Zeitstrom Navigatorin. Ja. Für ein blaues, ein farbloses Mensch, Pirat, Zauberer. 1-1 ist jetzt nicht berauschend. Mhm. Zwei farblose, zwei blaue. Tappe die Dame, lege die Zeitstrom-Navigatorin unter die Bibliothek ihres Besitzers. Ja, und das ist einmal wichtig, leg sie unten drunter. Du hältst nach diesem Zug einen zusätzlichen Zug. Aktiviere diese Fähigkeit nur, falls du den Segen der Stadt hast. Also du nimmst einen extra Turn. Ja. Und das Interessante an ihr ist, wir kennen ja die ganzen Time Walk Effekte in letzter Zeit, die werden alle exiled. Ja, ja. Na, das wird unten drunter gelegt. Ich warte schon auf das erste Siege-Combo-Deck. Ich warte auch drauf. Oh mein Gott, ich warte auf, ich freue mich so, wenn es kommt. Das mit Endless Time Walks gewinnt. Ja, genau. Dass die ganze Bibliothek irgendwie zieht oder den Friedhof legt. Sie hat plus, wie heißt es, die Beinschienen, Lightning Griffs, wo sie halt Hexproof und Haste hat und jeden Turn halt nur sie in der Bibliothek hat, runterzieht, immer sie wieder zieht und keine Ahnung, mit was dann gewinnt. Das ist halt so die obvious Combo. Ja, mit irgendeinem Ranz halt. Ja, kannst halt für 6 Mana endlos extra Turns dann nehmen. Ja. Und dann wirst du halt mit irgendwas hoffentlich gewinnen können. Aber das Problem ist, du musst halt vorher wieder mit der Stadt sein. Halt wieder, ja, du musst zuerst Leinwand mit der Stadt sein. Leinwand mit der Stadt sein. Oh, ein Parteibuch unterschreiben. Ja, aber Leinwand mit der Stadt sein kostet dich halt 10 Permanenz, gell? Ja. Ja, ich weiß nicht. Wie, aber ich hätte es gerne. Ich weiß nicht wie, aber ich hätte es wirklich gerne. Ich fühle mit dir, ja. Ich hätte es wirklich gerne. Ich habe auch schon überlegt, ob ich in Highlander irgendwie nicht so ein Endless Loop zusammenstellen kann. Aber der ist halt auch schon, ich meine, der ist sehr Mana-intensiv. Du kannst schon mit selber Millen, Demonic Tutor, Ding und hin und her. Das Gute ist, man kann die halt in anderen Formaten 4-mal spielen, was schon ein großer Vorteil ist. Ein das großer stimmt, Vorteil. Ja, also sie hat Potenzial, mit der müsste eigentlich was gehen. Ja. Irgendwas sollte man da machen. Ich weiß nicht, ob es in Standard mit ihr was geht, aber in Modern kann ich mir was vorstellen. Weiß ich nicht. Und wenn es nur der Ritchie ist, der ein krass ist, das nächste komische Externs-Deck. Nein, das ist eine Kreatur, das will er nicht. Der ist eigen, oder wie? Ja, das ist eine super gute Karte. Kriegsgleiter-Marodeurin für ein blaues, ein farbloses. Mensch, Pirat 2-1. Flying. Immer wenn die Kriegsgleiter-Marodeurin angreift, verliert eine Kreatur deiner Wahl, die der verteidigende Spieler kontrolliert. Alle Fähigkeiten hat Basisstärke und Widerstandskraft 0-1 bis zum Ende des Zuges. Ich sage jetzt, ich habe mir ein blau-rotes Modern-Tempo-Deck mit der gebaut, mit viel Electrolyze. Im Testen war es richtig, richtig gut. Es war richtig, richtig gut. Wirklich. Turn 1 irgendwo Delva, Turn 2 Lastile. Im besten Fall flippt der Delva, Angriff, Turn 3, mit dem, bumm, Viech klein, Electrolyze, bumm, bumm, sie eine Karte. Es war so schön. Ich habe es leider zu wenig getestet, weil ich zu wenig Zeit zum Magic testen habe. Ich stehe irrsinnig auf diese Karte. Ja, hört sich cool an. Ja, ich meine, das ist halt eine Ultra-Frechheit, dass es so günstig ist, ja. Das ist ein Humble, das kostet schon 2 Mana an sich. Ja, ja. Und dann ist das noch 2-1 und fliegt. Ja. Und macht jede Runde. Ja, und ich habe meinen, keine Ahnung, ich lege meinen fetten quadratischen Dino und du greife ich an, schieße ich ihn mit irgendeinem Schaß tot. Na, du ruinierst den 4-8er nämlich damit, den Indestructible, ja, der verliert alle Möchen. Ja. Ghost Pharaohs gibt, kommt der raus, da. Speib. Lightning Strike. Also, oder schade, halt das Electrolyze nicht im Format. Der ist im Zusammenhang mit dem, das ist ja auch jetzt, verkaufen wir auf einmal noch ganz viel, ich glaube, das wird im Mintgut sein, der Spell, der allen Nicht-Piraten zwei Schaden macht. Geschmackvoll, danke. Geile Karte. Ah, das ist schon die letzte Blau. Das ist die letzte Karte, na, super Abschluss, oder? Perfekt. Geile Karte. Ja, kauft euch Electrolyze. Und den. Und den. Und lebt den Traum und berichtet mir davon. Ansonsten, danke fürs Zuschauen. Morgen sehen wir uns mit den schwarzen Karten wieder. Jawohl. Ihr könnt natürlich mal liken, subscriben und kommentieren natürlich auf Facebook, YouTube und auch auf Twitter. Und ihr könnt uns natürlich im Shop antreffen. Und uns eure Electrolyzers vorbeibringen. Wenn das Deck was wird. Danke fürs Zuschauen. Bis morgen. Ciao. Geht wohl schnell heute, oder? Geiles.